So, herzlich willkommen zum Let's Play von Uncharted 4. Wir haben hier weitergemacht und wir sind jetzt hier an der Stelle unter Wasser, wo wir zuletzt aufgehört haben. Wir sind aber ein klein bisschen an einer anderen Stelle. Wir hatten ein kleines Aufnahmeproblem gehabt und so, weil wir Nachbarn wieder zu laut gewesen und da war eine Schnellspeicherdatei zwischen, weil wir einen Schatz gefunden haben. Und deswegen geht es jetzt ab hier weiter. Aber die Hauptstory ist noch komplett da, nur der Schatz. Deswegen war eine Schnellspeicherpunkt gewesen. So, wir müssen jetzt ein Artefakt finden. Und damit auch wieder von mir herzlich willkommen So. bei diesem Let's Play. Wir haben unter Wasser aufgehört und machen natürlich unter Wasser weiter. Ja, so wie es aussieht, ist hier eine Strömung. Guck mal, wieder. Ah, da hinten ist wieder was. Ja, da Mal dauert ein gucken, ob bisschen. das unser Ziel-Item ist. Ja. Ja, gut, da ist schon mal. Ja, das sieht doch gut aus. Ne, ist nun mal. Aha, da müssen wir ja sein. Auf jeden Fall aus, gerade wie so ein Schloss. Ja. Also zwei Schätze haben wir also hier unten. Oh, wenn das mal da oben nicht auch noch einer ist. Und hier vorne war nämlich der andere Schatz gewesen. Auf der Stelle. Gucken, ob wir den auch wirklich drin haben. Das war so eine Art Fisch oder was das war? Jo, da Ja, ist hier er. ist er. Da ist er Genau der wieder. Schatz ist das, den wir da vor der Aufnahme gefunden haben, wo Richtig. dann die Störung war. Jo. Hier ist auch noch was. Hey, ich habe hier Und was. dann? Was denn? Ich glaube, hier ist das Das ist eine Hauptteil. Krabbe. Vielleicht ist es an den Felsen Nee. zerschellt und. Hier hat er jetzt einen Hey, Teil komm des schon. Schiffs gefunden. Ich glaube. Sorry, Ui, war es ein das sieht Hai? aus wie ein Stück unseres Nee. Wracks. Muss in der Nähe sein. Du machst mich neugierig, Drake, aber sowas. Okay. Ui, das wird trübe, ja? Ja. Ui, hier haben wir doch was. Ah, da ist er ja. Ich hab ihn. Okay, wie sieht er aus? Mitgenommen, aber intakt. So, hier müssen wir erstmal hin. Die Achsen sehen gut aus. Benutzen wir sie, um das Ding anzuheben. Klingt nach einem Plan. Ob hier drin was ist. Los. Boah, voll verdellt ist das Teil. Oh, das ist ordentlich ziehen angesagt. Ja. Morgen, Leute. Okay, bin drin. Sieht aus, als sei der Großteil noch festgeschnallt. Ui, denn das sieht cool Mal aus. sehen, das sind eins, zwei, Nach meiner Rechnung fehlen uns zwei Kisten. Ich werde sie suchen. Warte. Komm lieber erstmal hoch und füll deine Flasche auf. Die Kisten müssten in der Nähe sein. Ich schaff das. Ah, hier unten ist noch eine Kiste. Ha, hab eine. So. Mist. Boah, ist sie Was ist fest, denn ey. hinter dem Anhänger Da brauchen wir fest? erstmal ein Seil. Sicher erstmal die andere Kiste, Da, dann lasst lege euch ich nicht nach stören, und das ist nur ein überlege. Trockner oder eine Wenn es geht, bis Waschmaschine, morgen die bekommst du da das so eine Geräusch Geräusche ab. abgibt. Kann die Ich Kiste glaube, jetzt nicht mehr müssen wir sein. nach oben. Komm schon, Nate, was machst du? Doch noch nicht. Haben wir irgendwas unten noch vergessen? Ah, da hinten ist noch was. Einzelne Kiste. Ha, hab die andere Kiste. Da war es nur noch eine. Sichere sie im Anhänger. Wir sind schon fast bei dir. Okay, bis gleich. Oh. Jo, die zieht nach unten. Wenn man da keine Kraft hat, naja. So, die kommt da rein. Und Das zack, dann. dann damit. Wir sind direkt über dir. Wir lassen das Seil runter.
Ja, dann lass mal das Seil runter. Ah, da oben. Okay, ist in Position. Häng den Anhänger dran. Wir heben ihn ein Stück an. Okay, hab das Seil. Ich versuche es um eine der Achsen zu schlingen. Das sollte gehen. Yep. Ich glaube, ich muss das erstmal rumwickeln. Ah, oh, jetzt wird's doch schon wahr. Es waren meine LKW-Hänger. Ja. Ist er fest? Ja. Okay, Klack. einstimmig. Und Gut, den zweiten acht auf noch. deinen Sauerstoff. Das passt schon. Wann haben die es eilig jedes Mal? Wenn er es eilig hat, dann soll er selber mal runterkommen. Ja. Der fühlt sich mir cool, nur weil er in seinem Boot da drin sitzt. Das zweite. Okay, Anhänger gesichert. Los geht's. Okay, mach Platz. Wir heben ihn an. Na, wird's mal? Ich bin soweit. Und hoch damit. Ich hoffe bloß, dass sie Okay. keine Haie sind. Reicht das? Ja, locker. Tatsache, jetzt sieht man Sollte das. nicht fallen. Wir werden sehen. Na los, heb hoch. Also sicher vor Haien ist das Ding aber auch nicht. Nee. Wir können direkt mal reinschwimmen. Wenn sich das Futter holen. Nate, konzentrieren. Oder muss ich hier irgendwas noch? Ah. Nö. Das da ist verbunden. Die sind alle ver. Ist da irgendwo noch ein Seil? Ah, da unten ist da was. Hat sich noch eine Kiste verirrt. Okay, ich habe die andere Kiste. Ich mache sie mit den anderen fest. Also die da oben. Und zack, drin damit. Erstmal festziehen das Ganze. Ui, was war das? Oh, die Spanngurte sind Jetzt ist die fest Ladung und des hoch mit der Kopfhängers Fracht. fest. Ich habe noch Sauerstoff für 5 Minuten. Oh, es war doch da. Hey, dann bleib doch noch ein bisschen unten. Vielleicht findest du noch ein paar andere Schätze. Nein, danke. Willst du mit? Gerne doch. Sag mir, wenn du am Seil hängst. Nö, weiter ist nichts. Ah, da oben jetzt, ja. Okay, ich bin bereit. Hol mich heraus. Wird gemacht. Und aufwärts. Okay, jetzt geht's nach oben. Wo ist das FDA? Weil da kann man wirklich denken, da kommen Haie und so. Hat Was für ja. Ah, das ey, guck mal, wo sie sind. Aber so tief ist es dort, boah. Tja. Wenn ich gedacht, dass der Fluss so tief ist. Wir kommen zu dir, warte. Boah, guck mal, die Wasserphysik an, Hammer. Ja. Fällt voll runter. So gehört sich das. Klatsch, einfach mal weggeschmissen. Ach, brauche ich nicht. Ja, egal, wenn da einer unten ist. Psst, der nächste weg. Boah, ey, das sieht voll geil aus im Gesicht, ey. Ja. Schön, dich wiederzusehen, Drake. Ja, ich freue mich auch. Wirf die Ausrüstung her. Bitte schön. Danke. Jo, ja, und eine Taucherflasche einfach mal so runtergeworfen. Der Tag ist nicht leicht. Erleichtert dir nur die Arbeit, oder? Ist ja nicht so, dass die unter Das war Hochdruck nicht steht, mal der ja. Ja. langsamste Tauchgang, den ich ertragen musste.
Ist das ein Kompliment? Ich bin überwältigt. Weißt du, was mich überwältigt? Schade, die Typen wurden kopiert. Ja. Keine Ahnung, Mann. Mir gefällt's. Also was wäre Ofers für dich, so ein Oberräumer? Naja. Ist bestimmt doch in etwas drin. Gibt es aber zu langärmlich. Ja, wenn ihr mal zu saufen haben wollen. Ist ja nicht genug Wasser hier, ja. Nö. Aber guck dir mal das Wasser da drin an und guck dir mal das andere Wasser an. Dann weißt du, warum wir das andere Wasser haben. Fertig. Was machst du hier? Reden wir später drüber. Mein Held. Na komm, mal sehen, was du hast. Schicker Bart hast du. Du doch nächstes Mal jemand an. Du brauchst eine Pause. Nein, nein, danke. Tauchen ist mir immer noch lieber, als im Büro zu sitzen. Ja, na gut. Wird aber etwas dauern, bis wir wieder tauchen. Was ist mit dem Job am Donnerstag? Hm. Ach Mann, nein. Wurde unterboten. Das kann doch nicht wahr sein. Hey, die Konkurrenz schläft nicht. Na, dann sehen wir. Mal sehen, was da drin ist. Wärst du dann so frei? Ja, klar. Na klar, soll ich nur auch noch machen, zu faul, das selber zu machen. Wow. Sieh dir das an. Das ist Kupfer. Tja, du wärst überrascht, wie viel das Zeug wert ist. Der Kunde zahlt gutes Geld für den ganzen Kram. Willst du es nicht lieber zu Pennies einschmelzen? Na komm, gehen wir feiern. Die erste Runde zahle ich. Zu Pennies einschmelzen, geil. Nein, 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 nicht ohne Gefahrenzulage. Wenn es euch nichts ausmacht, erledige ich schnell den Papierkram und zisch ab nach Hause. Ein andermal gern. Okay, wie du willst. Hey, gute Arbeit heute. Danke. Na, die anderen Bärenschätze, die haben wir ja eingesammelt. Ja. Die kriegen sie auch nicht. Ja. Die muss ich mit den Kupferspulen zufrieden geben. Ja. Und die Goldmatter drin war gerade. Hey, hey, Nate. Nate, warte mal. Hey, was machst du denn hier? Ich habe ein Geschenk für dich. Geschenk? Was ist das? Ich habe Nachricht von meinem Kontakt über dieses Wrack vor der Küste von Malaysia. Oh nein. Das Schiff ist intakt. Ja. Die Fracht wartet nur auf uns. Du lässt nicht locker, das muss man dir lassen. Das Geld für die Ausrüstung ist auch gesichert, wir sind startbereit. Bis auf meinen besten Mann. Der Mann, dem ich vertraue, der Einzige, er hat kalte Füße. Meine Füße waren noch nie warm. Sag mal, dieser Kontakt von dir, hat er die Genehmigung? Nein, er hat sie nicht. Okay, niemand hat eine verdammte Genehmigung. Natürlich. Aber Nate, das ist doch zu unserem Vorteil. Keine Genehmigung heißt keine Konkurrenz. Das Schiff gehört nur uns. Keine Genehmigung heißt keine Bergung. Nate, mit dem Geld hätten wir ausgesucht. Und zwar wir beide. Okay, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich will nicht noch mit 60 Bergungen machen. Du etwa? Besser als Gefängnis. Hör zu, ich muss ablehnen. Und das solltest du auch tun. Pass auf, nimm's einfach mit. Mir zuliebe, okay? Ich ändere meine Meinung nicht. Schadet ja nicht, drüber zu schlafen, oder? Grüß Carla und die Kinder von mir, okay? Mach. Kein Druck, ne. Aber denk drüber nach. Ah, oh, die Nachbarn sind schon wieder zu laut. So, dann würde ich erstmal sagen, dass es für dieses Let's Play gleich erstmal war. Ja, und hier hören wir dann erstmal auf und wir sehen uns dann im nächsten Let's Play wieder. Und tschüss. Bis dann.